Die herzlich willkommen heißen zum schönen Nachmittag hier im Alpbetagtenzentrum. Wir feiern ja dieses Jahr 60 Jahre Alp und umso mehr freut es mich, dass ich einen speziellen Gast aus Hamburg begrüßen darf, und zwar die Greta Silver. Sie gibt uns heute Nachmittag eine Liebeserklärung ans Alter. Ich hoffe, auch ich finde mich da irgendwo, weil ich liebe Liebeserklärungen. Und ich kriege nicht zu wenig davon, also auch ein kleines Dankeschön an die Person, die sich jetzt gerade betroffen fühlt. Ja, alt genug, um sich jung zu fühlen, heißt der Titel, der heute Nachmittag die paar Minuten prägt, die Sie uns mitnehmen in die 74 Jahre, die Sie Lebenserfahrung mitbringen. Auf der Werbung, die wir gemacht haben, stand, 60 bis 90 ist genau gleich lange wie 30 bis 60. Und wir sollen doch das auch leben, wir sollen das genießen. Ja, mit 74 Jahren in der Blütezeit des Lebens, ich bin sehr gespannt, was Sie uns da berichten. Und Greta Silver hat es geschafft, mit ihrer Kompetenz, mit ihrem Auftritt, ja, Bestsellerin zu sein und viele Leute zu begeistern für das Alter, mit dem Alter. Die Medien sind vor allem in Deutschland sehr intensiv auf sie aufmerksam geworden. Sie hat mit 63 angefangen, YouTube-Filme zu drehen. Und ja, wir sind sehr, sehr gespannt, wie sie uns heute Nachmittag auf ihren Weg mit einbeziehen. Und ich würde sagen, ich überlasse die Bühne. Es freut mich außerordentlich, dass wir Sie gewinnen konnten. Und vielen Dank, dass Sie hier in der Schweiz sind. Vielen Dank, dass ich hier sein darf bei euch. Wundervoll. Vielen, vielen Dank. Ganz zauberhaft. Ja, ich möchte das Alter wirklich mal ins richtige Licht stellen, wie ich der Meinung bin. Da draußen, da wabert ja sowas. Also Alter ist ja ganz was Schreckliches. Und ja, so ab 60, da geht es ja nur noch abwärts oder so. Gott sei Dank hatte sich vorher keiner hingestellt und hatte mal ausgerechnet, dass eben, wie gerade schon erwähnt, von 60 bis 90 genauso lang ist wie von 30 bis 60. Das durfte ich dann mal rausposaunen. Und das war eigentlich der einzige Grund, glaube ich, wieso ich damals überhaupt dann mal in die Medien kam. Was können wir dafür tun? Vielleicht schon in jungen Jahren, aber was können wir auch heute noch tun, um Alter so zu leben in der Intensität, wie wir das mit 30 toll fanden? Haben wir da überhaupt Möglichkeiten? Haben wir da noch einen Spielraum oder ist der irgendwann mal so richtig vorbei? Also, ich stelle mich hin und sage, wir haben ein Lebens-Know-how sondersgleichen. Und ich glaube, das ist in eurem Land hier genauso wenig bekannt wie in unserem. Ich schocke gerne Musikstudenten, mit denen ich manchmal ehrenamtlich ins Altersheim gehe, wenn die da Konzerte geben wollen. Dann sage ich ihnen, da sitzt die Generation, die hat euer Handy erfunden, mit dem ihr nur rumspielen könnt. Da sitzt übrigens auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Dann rattert das erstmal in deren Köpfen, dann muss ich erstmal eine Pause machen, weil die denken, das kann doch nicht sein. Wir haben es selber auch nicht drauf, wir Alten. Wir klappen ja das Buch zu, wenn wir einen Rollator brauchen. Dann denken wir, jetzt sind wir alt, jetzt muss ich ja gar nichts Neues mehr anfangen. Hey, also nur weil jetzt die Hüfte klemmt oder die Knie wackeln oder sowas, deswegen werde ich meine Würde nicht verlieren. Wir haben ja Gott sei Dank in Deutschland, aber ich habe das bestimmt auch, so tolle Beispiele. Wir hatten einen Bundeskanzler, Helmut Schmidt, der noch mit weit über 90 gefragter Staatsmann war. Den suchte man auf, um seine Einschätzung zu hören, wie er zur Weltpolitik, was er darüber denkt oder so. Und dass der im Rollstuhl saß, hat man nachher gar nicht mehr gesehen. Das ging um die Person. Und wie denken wir denn selber? Geht da der Treppenlift eigentlich schon direkt in den Sarg in unseren Köpfen? Der ist wie ein Ferrari, der fährt von A nach B, Treppenlift fährt von oben nach unten. Einen anderen Unterschied gibt es da nicht. Wir haben immer Helfer gebraucht.
kein junger Mensch und wir selber, als wir jung waren, haben auch nicht rumgejault und haben gesagt, oh Mensch, jetzt wird das so mühsam und das dauert so lange, die Wäsche mit der Hand zu waschen. Ich brauche jetzt eine Waschmaschine. Auf die Idee sind wir doch gar nicht gekommen. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde jeden Helfer nutzen, der mein Leben irgendwie leichter macht. Diese Bewertungen, die wir da haben, diese Bewertungen, die auf Alter liegt, da möchte ich also ansetzen, da wirklich mal den Hebel umzulegen und sich mal dessen bewusst zu sein, was hat man denn alles schon erlebt, was hat man denn alles schon geschafft im Leben. Ich behaupte, es gibt kein Leben ohne Krisen, es gibt kein Leben ohne Niederlagen. Das gehört zu jedem Leben dazu. Ich vergleiche das so gerne mit einem Fußballspieler. Wann geht der denn siegreich vom Platz und sagt, Tschakka, ich hab's gerissen? Das ist nicht, wenn der Gegner zur Seite springt und der Torwart sagt, bitteschön, hier hast du das Tor. Das ist, wenn der sich da durchgefummelt hat, wenn der sich da durchgearbeitet hat. Und das haben wir in unserem Leben auch gemacht. Das haben wir auch gemusst. Und mancher hat auch schon mal gedacht, das Leben ist jetzt vor die Wand gefahren. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Da haben viele von uns, ich auch, gestanden und haben gedacht, ob ich noch jemals wieder fröhlich werden kann. Aber das Leben geht weiter, nur anders und hat dann auch wieder Möglichkeiten, glücklich zu werden und die Schönheit zu sehen. Also was bei mir ein ganz springender Punkt war, also lasst mich einen Satz vorher sagen. Ich glaube, ich habe Copyright darauf, Probleme unter den Teppich zu kehren. Das konnte ich super. Nee, ist alles fein, nee, ist alles gut, habe ich im Griff. So war ich unterwegs. Wollte es jedem recht machen, ne, so. Und mich hinzusetzen, wenn etwas schwierig ist, ich mache es auch heute bei kleinen Sachen, aber auch bei diesen großen Sachen, ja, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Es anzunehmen, so wie es ist. Das lässt mich durchatmen und lässt mich wieder handlungsfähig werden. Ich weiß, es ist ein krasses Beispiel, aber ich möchte es trotzdem sagen. Mein Vater starb, als ich 19 war, innerhalb eines Tages an Herzinfarkt. Er war mein Held. Er hat an mich geglaubt. Also selbst wenn ich es in der Schule vergeicht hatte, sagt er, muss ein Versehen gewesen sein. Also ein unglaublich toller Mann. Und der geht einfach innerhalb eines Tages. Ich habe gedacht, meine Kindheit, meine Jugend, ich war drittes Kind, also die Kleine, die ist vorbei. Was soll da jetzt noch? Also ich war so fertig mit der Welt. Und ein ganz lieber Freund hat, ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht nach einem Jahr oder so, der hat abends mal die Tür abgeschlossen und hat gesagt, du kommst hier nicht raus, bevor wir nicht über deinen Vater gesprochen haben. Ich konnte es nicht. Ich war nicht bockig. Ich habe, ja, das war ein ganz toller Mann und es ist auch schade, dass der nicht mehr da ist und so. Und ich konnte darüber nicht reden. Ich hatte selber den Schlüssel weggeworfen. Ich hatte das unter Beton vergraben. 8 Jahre lang bei mir. Aber das rumort ja trotzdem in uns. Und dieses immer, oh Mensch, das darf doch nicht wahr sein und das ist so ungerecht und wieso ich und so etwas alles, das ist Rumgeeier in meinen Augen und bringt uns nicht weiter. Zu sagen, ja, das ist es jetzt. Ich habe so ein schönes Beispiel und das könnt ihr auch gerne mal googeln mit einem jungen Mann, Janis McDavid. Ich lernte ihn kennen, er war auf der Bühne vor mir der Redner und wir trafen uns dann in Hamburg mal später bei einem tollen Essen im Restaurant. Und Janis ist ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen. Der fährt auf dem Nürburgring Rennen und so etwas alles. Geht. Kann man alles sich angucken im Netz. Und er erzählte mir bei unserem ersten Treffen, wie das Leben war für ihn. Von erstmal als Kind ist gar nicht merken, dass er da im Rollstuhl war. Er fand sich ganz normal und wollte auch Motorradpolizist werden und sowas alles. Bis er doch irgendwann begriff, oh, das geht wohl nicht, ich bin ganz anders. Und dann eine ganz schmerzhafte Phase hatte, wo er das Leben wirklich nicht mehr lebenswert fand. Und dann waren das seine Worte, dass er sagte, und dann habe ich meiner Mutter die selbstzerstörerische Frage gestellt, wieso ich? Und sie hat geantwortet, das weiß ich auch nicht, Janis. Vielleicht hast du eine Botschaft für diese Welt. Und jetzt liegt es an dir, das zu finden.
Und dann kam wieder ein Schlüsselsatz für mich. Und dann habe ich mein Schicksal angenommen und ab da ging alles ganz leicht. Und ab da ging alles ganz leicht. Dann sehen wir erst mal wieder Wege, solange wir hadern und schimpfen und uns vielleicht vergleichen mit Situationen, da wieso geht es dem so gut und dieses und jenes alles oder so, kommen wir nicht weiter. Das frisst in uns, das nagt in uns, wir machen uns selber fertig. Also ein ganz großer Schlüssel in meinem Leben ist, das, was ist, annehmen. Das kann man nicht im ersten Moment. Und Trauer braucht seinen Platz im Leben. Man könnte glauben, ich bin nur unterwegs rosarot und mit Schleifchen und so etwas. Nein. Meinen Kindern habe ich versucht zu vermitteln, Trauer schafft Tiefe, damit ganz viel Freude reinpasst. Es muss Raum da sein für Tiefe. Ich kann nicht hier oben das jubelnde Halleluja singen, sage ich immer, wenn ich nicht bereit bin, auch da unten in den Schlamassel reinzugucken, der da ist, der in meinem Leben ist, der mir passiert ist und ich weiß nicht was alles, da hinzugucken und das dann irgendwann, sicherlich nicht sofort, gibt ja Schicksalsschläge, da denkt man nur, boah, wie soll man da weiterkommen? Und da erstmal zu verweilen und dann, wenn ich die Bitte äußern darf, auch vor sich selber Hochachtung haben, durch was für ein, darf man Schied hier sagen, Schied man gerade durchgeht, das ist so hamburgisch so ein bisschen, durch was für ein Leid man gerade durchgeht. Man wünscht sich die Anerkennung von den draußen, aber selber auch mal zu sagen, boah, es ist aber auch gerade schwer, sich selber diese Anerkennung zollen. Und wenn man dann, ich sag mal, kleine Strohhalme nimmt, um da den Blick wieder auf das ganze Leben zu führen, ist mein Weg Dankbarkeit. Gibt es irgendwas in meinem Leben, der neben diesem ganzen Schwarzen, neben diesem ganzen Schmerz etwas ist, wofür ich dankbar bin? Also bei mir ist also das Gänseblümchen im Rasen, das Vogelkonzert jetzt im Frühjahr, mein kuscheliges Bett, wenn ich abends ins Bett gehe. Es gibt tatsächlich Dankbarkeitstagebücher, ihr kennt die auch vielleicht. Morgens 3 Minuten, abends 3 Minuten sich hinsetzen, wofür bin ich heute dankbar? Es verändert den Blick auf das Leben, es verändert unsere Einstellung zum Leben. Also da zu gucken, ne, man hadert mit irgendwas ganz fürchterlich. Und um nicht nur immer dahin zu starren, so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange, zu gucken, was ist denn noch in meinem Leben, dass man das mal wieder sieht überhaupt. Dankbarkeit ist für mich der größte Glücklichmacher. Und wisst ihr, wie alt ich werden musste, um das zu begreifen? Denn ich war groß geworden, nicht von meinen Eltern, aber Oma hatte immer noch ein Vorwort dazu, wenn ich ihr Essen nicht mochte. Sei gefälligst dankbar. Kennt ihr das auch? Etwas, was man einfordern kann. Man hat mir nicht klar gemacht, dass ich erst, wenn ich dankbar für etwas bin, dass es mich dann erst reich machen kann. Also wenn ich etwas habe und es für selbstverständlich halte, macht es mich nicht glücklich. Es ist ja selbstverständlich. Und da ist Dankbarkeit der Weg, da rauszukommen. Ich mache euch ein Beispiel. Cover für das letzte Buch, da sollten Fotos geschossen werden. Meine Fotografin ist meine Tochter und wir haben abends schon mal durchgeguckt auf dem Rechner. Ja, Mensch, da sind tolle Fotos bei und sitzen jetzt entspannt am nächsten Morgen nebeneinander auf der Couch. Sie hat den Laptop auf den Knien und wir gucken durch. Und dann, boah, was für tolle Fotos, was für eine tolle Frau. Und da fängt meine Tochter an und sagt, die lebt bestimmt in New York. Wir taten so, als würden wir die Frau gar nicht kennen. Und dann, die lebt in Notting Hill. Und ich sage, nee, die hat bestimmt eine Finke auf Mallorca. So ging das also ein paar Mal hin und her, ist bestimmt eine Künstlerin und so. Und dann merke ich, wie so eine Traurigkeit in mir hochsteigt. Und ich lehne mich erst zurück im Sofa, weil ich dachte, sie sollte das besser nicht sehen. Wusste natürlich, dass sie das merkt. Und ich sage, das bin ich gar nicht. Das bin ich gar nicht. Sie guckt sich zu mir um und sagt, sag mal, Mami, hast du einen Vogel? Du bist keine Künstlerin. Du malst, du verkaufst deine Bilder, du schreibst Bücher, du machst YouTube-Filme, du hast die tollsten Leute kennengelernt und du bist keine Künstlerin. Ich hatte es nicht gesehen. Ich sah mich als Unternehmerin und ganz viel als Mutter.
Familienmensch ist so meins. Dass ich eine Künstlerin sei, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Und somit konnte mich das auch nicht glücklich machen. Ich habe mir wirklich zwei Fotos ausgedruckt, eins in der Innenseite von meiner Schlafzimmertür. Jeden Morgen, wenn ich ins Bad ging, habe ich gesagt, das bist du auch. Das musst du da erstmal rein. Also sprich, das, was wir an tollen Sachen haben, Dach über den Kopf, meinetwegen, das ist völlig egal, was ihr euch da nehmt. Solange wir das als selbstverständlich erachten, macht es uns nicht glücklich. Und da mal hinzugehen, also da können wir so, so viel selber tun. Das ist ja auch so ein bisschen das, wo wir hier heute Nachmittag mal hinkommen wollen, nachdem wir also schon mal hingeguckt haben, was haben wir für ein Lebens-Know-how, was haben wir schon gewuppt im Leben. Ich darf ja manchmal auch in Unternehmen sprechen, weil da gibt es manchmal die Alten, die sagen, oh Gott, die sollen sich erstmal beweisen da. Und dann gibt es die Jungen, die sagen, oh Gott, die Alten, das ist ja alles von gestern. Ne? Was die so können, ist alles so von gestern. Wie kriegt man die denn mal wieder zusammen? Und da erzähle ich gerne von einem klitzekleinen Werbefilm, den ich mal sah. Es ging um eine Schokolade. Da sitzt ein, ja, ich weiß nicht mehr, 20-jähriger Streetdancer, so mit Hut, ganz schlaksig, müsst ihr euch den vorstellen, ganz groß, am Tisch zusammen mit einer klassischen Balletttänzerin, die ist 53 und hat eine Ballettschule. Und er verzieht nur so das Gesicht und denkt, Ballettschule, so. Und er fragt sie ihn, wieso hast du angefangen zu tanzen? Und dann steht der auf und sagt, ich hatte hier so einen Schmerz. Meine Mutter war gestorben, als ich 14 war und kurz danach meine Schwester. Und dann tanzt der so auf seine Art. Und dann steht sie auf und sagt, ich würde Schmerz ganz anders ausdrücken. Und tanzt auch. Und dann tanzen die umeinander rum, also wie Umarmung, ohne sich zu berühren. Und dann setzen sich beide wieder hin und haben einander verstanden. Ich habe neulich Besuch gehabt von einem zauberhaften jungen Philosophen und Weihnachten stand vor der Tür und er erzählt, oh, Eltern, immer ein bisschen schwierig und so. Und irgendwie erzählt er, also sein Vater ist Lehrer, das wusste ich vorher schon, aber der hat auch mal Philosophie studiert. Ich sage, wieso hat denn dein Vater Philosophie studiert? Weiß ich nicht. Ich sage, das wäre mal eine tolle Frage für Weihnachten. Sich mal wieder füreinander zu interessieren und mal zu fragen, Mensch, wie kam das, wie ist das hier entstanden? Und so, um da wieder ein Miteinander zu kriegen, um da wieder etwas zu finden, eine Ebene des Verstehens. Was ich mir auch in Unternehmen nicht verkneifen kann, ist, wer lernt eine Fremdsprache schneller? Der schon zwei kennt, kann, oder der sie neu gelernt hat und oder neu lernen soll und sich da schon toll drüber informiert hat und so. Oder wer lernt ein Musikinstrument schneller? Der schon zwei spielt oder der ganz neu anfängt und hat sich vielleicht schon YouTube-Tutorials angeguckt? Oder welcher Handwerk, wer mit so einer handwerklichen Maschine, wer kann schneller damit klarkommen? Der schon seit 20 Jahren Handwerker ist oder der neu anfängt und die Gebrauchsanweisung durchgelesen hat, auswendig kann meinetwegen. Da würden alle sagen, das ist der die Erfahrung hat, der das schon oft gemacht hat. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Nur in Unternehmen könnte man den Eindruck bekommen, dass die von der Uni kommen und ja, das ganze Wissen und ganz bestimmt auch viele tolle neue Sachen, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich möchte mal wieder eine Balance herstellen zu dem Erfahrungsschatz. Und dann höre ich ja in Unternehmen, ja, für das Gehalt eines Alten kann ich zwei Junge einstellen oder so, die sind zu teuer geworden. Da sage ich, okay, dann rechne bitte mal aus. Was verlierst du an Arbeitsleistung, wenn ein 45-Jähriger schon weiß, dass er keine Fortbildung mehr kriegen kann, weil ihr ja in 10 Jahren sowieso so ein unglaublich tolles Altersprogramm habt, wo der ausgemustert wird? Da kommt nichts mehr. Und dann auch mal meine Frage,
ja, es gibt so viel gnaddelige Alte. Kennt ihr das Wort gnaddelig? So knurrig, so grummelig, so, ne? So, ihr wisst, was ich meine. Da frage ich mich, machen die das, weil die das gerne sind? Oder machen die das, weil die nicht gesehen werden auf Augenhöhe? Nicht das, was hier drin ist, sondern man bewertet das nach irgendwelchen, was weiß ich, Äußerlichkeiten. Ja, unser Körper ist alt und hat vielleicht auch diese oder jene Einschränkung. Aber das macht uns doch nicht aus. Und dann fordere ich aber auch wirklich gerne auf, Mensch, lass dich auch nicht zum alten Eisen machen, sondern hier dein Selbstbewusstsein zu sehen und vielleicht auch mal aufzuschreiben. Lebensgeschichten zu schreiben. Ich musste eine Biografie schreiben. Also mein erstes Buch war folgendermaßen, bevor das überhaupt ein Verlag gesehen hatte, hatte ich hier das und das ist mir im Leben passiert und das habe ich daraus gelernt. Da bin ich so mit umgegangen. Und da haben die gesagt, versteht ja kein Mensch. Ne, du sagst, du hast nur Abitur und dann hast du ein 4-Sterne-Hotel eingerichtet. Dann, du bist gemobbt worden, dabei sagst du, du warst selbstständig. Wie geht denn das und so? Also das heißt, ich musste noch mal eine Biografie schreiben. Und dann habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es da einen roten Faden gibt. Ich habe immer mich an diese einzelnen Stationen erinnert. Das war nicht so, dass ich die vergessen hatte. Aber ich hatte diesen roten Faden gar nicht gesehen. Und wer Kinder hat, kann ich sowieso nur empfehlen, oder Enkelkinder, das mal aufzuschreiben. Und eventuell, da komme ich gleich, mache ich gleich so einen kleinen Schlenker, wie einfach es ist, ein Buch im Selbstverlag rauszubringen. Man braucht nur ein Word-Dokument, da kann man auch noch Fotos reinpacken, weil wir, mein Mann und ich, gesagt hatten, bei manchen Fotos unserer Eltern oder so, wissen wir, wer die Protagonisten sind, aber wer da noch mit auf dem Bild ist, das wissen wir gar nicht mehr. Und das wird unseren Kindern später mal genauso so gehen. Und wenn man da noch so zwei Zeilen, das war der Nachbar und mit dem haben wir dann viele Touren gemacht oder was weiß ich, ist das auch ganz hilfreich. Also sich da mal ein Word-Dokument zu nehmen und dann kostet ein Buch so viel, wie wenn man es im Geschäft kauft, was weiß ich, 94 oder 89 oder was weiß ich. Also wenn man möchte, dass es im Buchhandel erhältlich ist, braucht man eine ISBN-Nummer, die hat damals 24 Euro bei uns gekostet. Also alles überschaubar. Ne? Also da mal Mut zu machen, das eventuell auch mal umzusetzen und mal eigene Biografien zu schreiben. War schon noch mal eingeflochten da. So, jetzt zu wissen. Die Wissenschaft nennt das eine hedonistische Tretmühle. Das heißt, kann man auch googeln das Wort, wir haben ein Glückslevel in uns, heißt es, auf den kommen wir immer wieder zurück. Ob wir die Millionen gewonnen haben, dann dauert das ein bisschen länger, bis wir wieder auf unserem Glückslevel sind. Also die Handtasche ist vielleicht dann schon an der Haustür verflogen oder am nächsten Tag oder so. Aber genauso mit der Trauer. Die ganz tiefe Trauer dauert länger und die ja, was weiß ich, traurig ist, weil das nicht so gelaufen ist, wie man wollte, dann ist man schneller wieder auf diesem Niveau. Also habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, okay, ich will das so nicht akzeptieren. Was kann ich machen? Was kann ich machen, um das dauerhaft hochzubekommen? Also habe ich mir erstmal angeguckt, was zieht mich runter? Ich nehme jetzt nur mal zwei Sachen raus. Das ist Angst und das sind unsere alten Verletzungen. Ich möchte beide hier mit euch mal angucken. Also Angst. Ich hatte das große Glück, dass mir Einbrecher meine Angst vertrieben haben. Ich war 27, ich war alleine im Haus, es knallte nachts unglaublich, ich flog aus dem Bett, ich hörte die Einbrecher, ihr könnt euch vorstellen, was da oben im Kopf alles los war und ich wusste, sie würden mich mit dem Messer umbringen, denn schießen wäre zu laut, ich wohnte ja im Reihenhaus. War alles schon klar da oben. Ich habe mich nicht getraut, rauszugehen, auf den Flur zu gehen, ich war oben zweigeschossig und denke, was kannst du denn machen? Das kannst du gar nichts machen. Also ich blieb in meinem Schlafzimmer. Ich ging irgendwann wieder ins Bett. Und am nächsten Morgen stellte ich fest, ein Brett auf dem Balkon ist umgefallen und sonst nichts. Und da war mir klar, das hat da oben alles in der Kiste gerappelt. Stell dir nur mal vor, du machst dich dein Leben lang verrückt und es kommt keiner. Das ist ja erst die wahre Katastrophe. So wollte ich mich nicht auf den Arm nehmen. Ich habe von heute auf morgen den Schalter umgelegt. Ich hatte nie mehr Angst vor Einbrechern, ist auch keiner gekommen. Aber ich habe das auf andere Situationen übertragen.
Ich meine nicht die Angst, die wir brauchen vom Feuer und hier über die Straße zu laufen, vom Auto oder sowas. Das meine ich nicht, sondern ich meine die Angst, die uns so fertig macht, die uns so runterdrückt, die uns das Leben so schwer macht, die uns den Mut nimmt, Neues zu wagen. Diese Angst meine ich. Die wabert da draußen ja rum. Und ich bin ein bisschen pieksig, aber das ist mir auch egal. Ich sage, Angst ist heute ein Marketinginstrument. Damit kann man nicht nur Wahlen gewinnen, da kann man auch Ware mitverkaufen. Nachricht ist eine Ware, die verkauft werden will. Und neulich hörte ich mal den guten Satz, zufriedene Menschen kaufen weniger. Die brauchen ja nichts mehr zum Glück. Die haben ja alles. Das möchte ich nicht mit mir machen lassen. Mark Twain hat mal einen tollen Satz gesagt. Ich bin heute ein alter Mann und ich habe ganz viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Doch zum Glück ist das meiste nicht passiert. Wir leben das, was wir denken. Da oben ist der Hebel. Das ist ein ganz, ganz großes Teil, womit wir was verändern können. Es soll ja auch Menschen geben, die Angst vorm Alter haben, aber dafür bin ich ja heute hier, damit wir das mal klarstellen. Ich möchte mir nicht heute meinen Tag, meine Stunde, meine Lebenszeit verderben mit meinen Gedanken, die da rumspinnen, ja, aber da könnte ja da und da was kommen. Umso wichtiger ist es doch, dass ich den heutigen Tag genieße. Wenn ich mit einer Negativnachricht, oh, da und da ist doch das passiert und oh, das war ganz schlimm und da doch auch schon und auch in einem anderen Land doch auch. Und wenn das in unsere Stadt kommt, Leute, dann ist halt zappenduster. Wenn ich diese Geschichte aber positiv erzähle und sage, boah, da hat es sowas unglaublich Tolles gegeben und da doch auch schon, in einem anderen Land doch auch schon. Leute, wenn das in meine Stadt kommt, dann machen wir Party ohne Ende. Da würde doch jeder sagen, Greta, wart's mal ab. Aber die negative Nachricht, die kann man fast wie eine Wahrheit weitererzählen. Das sind Luftballons, in die ich da oben reinpieksen kann. Das sind Luftschlösser und die werden mir nicht mehr den Tag verderben. Das andere, was ich auch öfter höre, Greta, wie kannst du so fröhlich sein in deinem Alter? Denn meine Güte, irgendwie der Tod kommt ja immer dichter und so etwas. Wo ich sage, ja. Umso kostbarer ist doch für mich jeder Tag. Ja, ich habe auch ein Gefühl von verrinnender Zeit. Ich habe zwar mit 17 entschieden, ich werde 120, das hat aber was mit Omas Geburtstag zu tun, kann ich auch gleich erklären. Aber egal, welche Spanne wir da sehen, ja, unser Leben ist endlich, die Ressource Leben ist begrenzt. Aber da fühle ich mich noch mehr verpflichtet, diesen Tag zu genießen. Ich werde mich doch nicht irgendwann am Ende meiner Tage hinstellen und denke, wie doof warst du eigentlich, dass du das damals nicht genossen hast. Ein gefährlich Denk. Ich durfte das auch, kleiner Schwenker gerade, bei meiner Schwester lernen. Die, wir hatten ein ganz enges Verhältnis, die eine so blöde Krankheit hatte, dass sie also, ich sage immer eine Verklebung da oben im Kleinhirn, dass die Bewegungen eingeschränkt wurden. Das heißt, erst konnte sie dann nicht mehr richtig laufen, dann kam Rollstuhl, was auch schon ganz schwierig war, bis hin zu bettlägerig. Und wenn sie dann von Sachen sprach, ja, damals war ich ja auch noch im Rollstuhl, da war das plötzlich eine schöne Zeit. Und das ist ein gefährlich Denk. Die hat mir auch noch was anderes beigebracht und ich glaube, ich kann es jetzt mittlerweile auch, weil es schon viele Jahre her ist, sagen, ohne dass mir die Stimme wegbricht. Sie wollte gerne gehen. Wir sind der Meinung, nach dem Tod geht's weiter. Also wir glauben da dran. Und die sagte, Leute, I'm ready to go. Und dann war sie, wie wir meinen, so ins Koma gefallen. Sie war zu Hause, hatte wunderbare ärztliche Begleitung. Und dann wird sie nochmal wach, hellwach und sagt, Hurra, ich lebe noch. Hurra, ich esse Eis. Hurra, ich esse Pfirsich. Das waren noch mal 2 Tage und dann sagte sie so, jetzt kann ich gehen. Und dann habe ich gedacht, ich will das nicht erst dann lernen. Ich will das nicht erst dann begreifen, wenn wirklich zappenduster ist, sondern ich möchte jetzt jeden Tag genießen. Ich habe die Verpflichtung in meinen Augen. Ich habe da so etwas Tolles geschenkt bekommen, das Leben
Und das habe ich zu genießen. Und da werde ich es keiner Angst da draußen gestatten, mir dieses Leben zu versauern. Ich nehme da wirklich selbst die Verantwortung in die Hand. Ich war 30, als ich merkte, ich habe Geheimverträge abgeschlossen hinterm Rücken von Menschen, die davon gar nichts wissen. Die sollen zuständig sein für mein Glück. Denn wir hatten 3 Jahre gehofft, dass sich ein Baby einstellt. Das war nicht der Fall. Und haben uns, wir waren angetreten, mein Mann und ich, und haben 6 Kinder haben wollen. Also ich konnte mir ein Leben ohne Kinder nicht vorstellen. Und da kam die Frage auf, wer ist denn zuständig für mein Glück? Will ich das auf die kleinen Kinderschultern packen? Also so war das entstanden. Und dann habe ich gemerkt, ich war unterwegs, wie wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Aber die haben das gar nicht begriffen, dass ich ihnen netterweise die Verantwortung übertragen hatte. Und dann, ich meine, ich war ja durchaus glücklich verheiratet, aber dann habe ich gemerkt, oh, das muss ich wohl alleine machen. Das ging noch halbwegs, habe ich dann wohl hingekriegt. Vermutlich habe ich das so aus Kindertagen übernommen. Wenn meine Eltern Zeit für mich hatten, meine Geschwister mich mitspielen ließen, dann war ich glücklich. Wenn die das nicht machten, fand ich die doof und ich war traurig. Das war ganz einfach. Das kann man aber nicht ins Erwachsenenleben übertragen, habe ich gemerkt. So, und dann war meine andere Erkenntnis, die anderen haben solche Verträge auch hinter meinem Rücken mit mir abgeschlossen. Ich sollte für deren Glück zuständig sein. So, und dann dachte ich, okay, das werde ich jetzt erstmal klarstellen. Selbstverständlich bin ich für meine Kinder zuständig und so etwas alles. Also da zu differenzieren, denn die Sprache dieser Geheimagenten ist, dem anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Also wenn du jetzt keine Zeit hast, na ja, das gibt's von Eltern zu Kinder, von Kinder zu Eltern, überall unter Kollegen, überall ist das die Sprache, wieso man etwas erreichen will, wo der andere eigentlich lieber Nein sagen würde. Dann macht man dem anderen ein schlechtes Gewissen. Dafür bin ich nicht mehr zu haben. Das musste ich wieder auseinanderdividieren. Wobei gesagt sein muss, da ist gar nicht immer böser Wille dahinter. Ganz harmloses Beispiel, mein Mann kommt nach Hause mit riesen Kopfschmerzen und ich sage, hast du denn heute genug getrunken? Nee, Schatz, dazu hatte ich gar keine Gelegenheit, du weißt nicht, wie voll mein Schreibtisch war. Was glaubt ihr, wer ging in die Küche und holte das Wasser? Genau. Und dann habe ich irgendwann gesagt, also Schatz, ich glaube, du bist jetzt groß genug, du kannst die Verantwortung für deine Kopfschmerzen und dein Trinken selbst übernehmen. Da sagt er, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist ja in Liebe entstanden, da ist ja nichts Böses hinter, aber da mal wieder reinzugucken. Denn das, was man dann macht, das macht man so gerne. So wie am Anfang unserer Beziehung oder wie wir es mit der Freundin machen. Ne? Wo, oh Mensch, was könnte ich sie da überraschen oder was könnte ich da machen oder so. Das macht Spaß. Da kommt wieder eine ganz andere Lebendigkeit auch in Beziehungen rein. Die Zuständigkeiten, ich habe mir damals Sätze zurechtgelegt im Kollegenkreis. Denn wir lassen uns dann wieder breitschlagen, dann sind wir sauer auf uns selber, dass wir nicht Nein sagen konnten und haben das Gefühl, wir müssen jetzt unbedingt mal ein Seminar machen zum Nein sagen. Und dazu sagen, ich musste das lernen, also zu sagen, oh, das tut mir wahnsinnig leid, da bin ich diesmal nicht mit dabei. Und wenn es dann heißt, ja, warum denn nicht oder irgendwie sowas, sagen, oh, da kommen verschiedene Sachen zusammen, spielt jetzt keine Rolle, akzeptiere es bitte. Und dann möglichst vom Bratkartoffeln reden. Nicht mehr auf diesem Thema, sondern zack, anderes Thema, hast du am Wochenende schon was Schönes vor oder wie oder was. Weg. Geht. Erst mal wieder lernen, da Nein zu sagen. Oder sich auch einen Satz zurechtlegen. Und also auch im Job, ja, ich war selbstständig, kann ich nachher noch mal kurz drauf eingehen, wobei ich merke schon, die Zeit, die läuft ja. Man konnte mich kriegen, ja, es kann keiner so gut wie sie und da. Und dann eben nochmal, also die wussten schon, wie sie so die Schraube da anlehnen und so. Und das dann anzusprechen und zu sagen, ich kann die Qualität meiner Arbeit nicht mehr gewährleisten. Das tut mir wahnsinnig leid. Ja, gucke ich drüber, ist schon okay, ne? Machen Sie mal so, ne? Nee, das muss für mich stimmig sein. Dafür bin ich hier angetreten und deswegen tut es mir wahnsinnig leid, das kann ich nicht noch übernehmen. Also auch das zu lernen und da Nein zu sagen für sich selber. Natürlich komme ich aus einer Generation, wo diese Frage, wie du bist selber für dein Glück zuständig, in derselben Schublade liegt wie Egoismus. Klar, mach dich hier nicht zum Nabel der Welt und so. Ne? Da gibt es ja so Sätze da draußen.
Aber wir wissen ganz genau, wie viel Energie hat zum Beispiel eine junge Familie, junge Eltern mit kleinen Kindern, wenn die völlig alle sind? Oder wie viel Liebe kann fließen, wenn ein älterer Mensch für seinen Partner sorgt, wenn der völlig alle ist? Es scheint da draußen so ein Satz zu wabern wie: Du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Als würde einem das nicht zustehen. Ich durfte mal auf dem Welt-Alzheimer-Tag sprechen, wo wirklich die pflegenden Angehörigen waren. Und die sagten, das führt zu Aggressionen, wenn man so fertig ist, wenn man selber so erschöpft ist. Und ich drehe den Spieß heute um und sage, wer nicht für sich selber sorgt, das ist unterlassene Hilfeleistung. Der kann nicht für andere da sein. Denn wie anders serviert der morgens das Frühstück, wenn der da vorher im Kino war und dann davon erzählen kann, wenn es ihm selber gut geht. Wir müssen unseren Glückstank selber füllen. Da haben wir eine Verantwortung. Im Flugzeug akzeptieren wir das sofort. Erst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen und dann können wir überhaupt erst für andere da sein. Das mal zu verinnerlichen, ich mache da gerne auch mal so eine Gedankenpause, zu verinnerlichen, das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern das ist Verantwortung. Besagte Schwester, ich habe allerdings zwei, aber das war dann trotzdem dieselbe, die machte früher ihren DLRG-Schein, das ist so ein Schwimmerrettungsschein oder so etwas. An der Küste sind die dann im Einsatz bei uns und die übte das im Schwimmbecken da bei uns, im Öffentlichen. Und ich sollte die Ertrinkende machen, als kleine Schwester. Und zu ihren Aufgaben gehörte es quasi, sie sollte das jetzt nur mal so zeigen, mir sowas wie einen kleinen Kinnhaken zu geben, damit ich ruhig werde. Denn die Ertrinkenden, die machen ja diesen und dann kann man ihn nicht retten. Das heißt, der Ertrinkende bestimmt nicht die Art und Weise, wie gerettet wird, sondern derjenige, der rettet. Es ist okay, wenn die andere sagt, ah, du kannst auch heute Abend nicht gehen und nein, und ich mag nicht so gern alleine sein. Das ist nicht derjenige, der bestimmt, wo es lang geht, sondern derjenige, der da hilft. Also ich kau das jetzt gerade mal so ein bisschen intensiver durch hier, weil ich denke, da ist auch mancher von betroffen. Ne? Kann ich das? Darf ich das? Oder so. Weil man den anderen liebt, macht man das. Weil man in dieser Liebe bleiben will, weil man in dieser Verbindung bleiben will. Und das ist unglaublich wichtig. So, das alles mit Ausschweifungen, merke ich, war zum Thema Angst. Was zieht mich noch runter, habe ich vorhin gesagt, unsere alten Verletzungen. So. Ich behaupte mal, wir tragen die im Rucksack mit uns rum. Manches ist aus der Kindheit, was da Schlimmes passiert ist, was da immer wieder in uns hochkommt. Und immer noch schmerzhaft ist, können wir loswerden. Wir können es tatsächlich loswerden. Wir können auch die Sachen von vorgestern loswerden oder was da ist. Und zwar ist es das schlichte Wort verzeihen. Und das wird bei euch genauso sein wie bei uns. Das hat bei uns einen unglaublich schlechten Ruf. Verzeihen heißt bei uns klein beigeben. Der hat es angeblich nicht so bös gemeint wie er hatte selbst eine schlimme Kindheit oder so. Nein, das ist hier nicht gemeint, sondern die Tat und der Täter bleiben so kriminell, meinetwegen, wie sie waren. Aber durch Verzeihen entziehe ich denen die Macht, mich weiter zu verletzen. Manche sind ja vielleicht schon gestorben und ich trage da immer noch deren Schuld mit mir rum. Nein, ich durfte das mal lernen, ich wurde ganz übel gemobbt im Job. Hatte jemand Lügengeschichten erzählt. Ja, ich war selbstständig, aber ich war trotzdem manchmal für Projekte über mehrere Monate, manchmal auch über Jahre, in ein Unternehmen eingebunden und hatte da so einen, nennt man auch mal, Kollegenkreis. Und dass jemand gelogen hatte, das war schon schlimm genug, aber dass die andere Seite das geglaubt hatte, hat er mich fertig gemacht. Ich hätte am liebsten den Job hingeschmissen. Ging nicht, ich brauchte das Geld. Und jetzt die Frage, will ich jeden Tag mit so einer Wut hier im Hals und im Bauch dahin gehen oder will ich verzeihen? Und dann ging es los. Es ist leider am Anfang nur in unserem Kopf, jedes Mal, und ihr wisst nicht, könnt es nicht ahnen, was ich für schöne Rachegedanken hatte, ne? Was da alles so in mir hochkam, ich hätte einen Krimi von schreiben können.
immer zu sagen, nein, ich verzeihe ihm. Nein, ich verzeihe ihm. Nein, ich verzeihe ihm. Ich sage mal, am Anfang 30 Mal am Tag. Und dann dauert es, bis es tiefer sackt. Und das, also was sicherlich am schwierigsten für mich war, das war aber trotzdem nicht länger als 3 Monate. Dann war ich durch mit dem Thema. Dann konnte ich diesem Menschen wieder wirklich so begegnen, als wäre nichts passiert. Ich habe dem die Macht entzogen. Das Schöne war übrigens noch, aber das ist nur eine schöne Randbemerkung, die Angst war dann auf der anderen Seite. Der dachte, bei der nächsten Besprechung mit Vorgesetzten wird er das ja mal kundtun. Wird sie das mal kundtun? Nein, konnte ich nicht, wollte ich nicht. Ich wollte ihr verzeihen. Also dann zu sehen, dass die Angst zur anderen Seite schwappt und da so eine Unsicherheit ist, ne, weil man nicht mit mir umgehen konnte, wieso ist die immer noch so drauf, ist ganz schön zu sehen. Also diese 2 Sachen, die hier die hedonistische Tretmühle, nochmal das Wort, wie die Wissenschaft es nennt, runterziehen, sind 2 von diesen, es gibt noch ganz viele andere sicherlich, Sachen. Was noch, ich komme gleich zu denen, was hochzieht, aber was noch so ein unglaublich schwieriger, aber wichtiger Punkt in meinem Leben war, ich konnte nicht begreifen, dass die Welt eventuell anders ist, als ich sie sehe. Es ging nicht in meinen Kopf. Ich hatte das hier und da immer schon gelesen. Ich hätte es auch lernen können mit meinen 2 großen Schwestern, denn ich erinnere mich, wir waren junge Frauen, saßen schon im Nachthemd auf der Bettkante bei der einen und dann kamen wir auf unsere Kindheit zu sprechen. Und dann dachten wir, wo bist du denn groß geworden? In welcher Familie warst du denn? Wie hast du das denn abgespeichert? Das war doch ganz anders. Aber da habe ich natürlich dann irgendwann gedacht, okay, das ist so deine Einstellung, aber nur ich weiß, wie es richtig war. Ne? Das war ja mein, wie ich damals rausgegangen bin. Aber ich habe es dann begriffen, ich war mit meinem Mann in einem großen Konzert, weiß ich noch, er kam vermutlich aus der Firma, das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Wir sind aber zusammen nach Hause gefahren, haben über das Konzert gesprochen. Entschuldigung. Aber als der ein paar Tage später unseren Freunden davon erzählte, habe ich auch gedacht, wo ist der denn gewesen? Und dann habe ich begriffen, das ist seine Wahrheit. Und es gibt keinen, die eine ist richtig und die andere. Das heißt, ab dem Tag, als das mal hier Klick machte, war bei uns der Streit vorbei. Ich habe dann nur gesagt, okay, ich respektiere, dass du das so siehst, aber ich sehe das ganz anders. Respektiere das bitte auch. Denn sonst war ja immer noch, also wenn ich jetzt dieses Argument bringe, ne, wenn ich das jetzt, also dann hat er es ja verstanden. Ne, so, und dann fiel am nächsten Tag einem ja noch ein Argument ein. Und also wenn man das bringen würde, dann hätte er es ja endlich begriffen. Das war vorbei. Das Akzeptieren, dass der andere es so empfunden hat, gesehen hat, abgespeichert hat, wie auch immer, erleichtert unglaublich. Guckt mal, ob das eventuell in eurem Leben auch eine Rolle spielen kann. So, jetzt habe ich vorhin gesagt, 1 davon hatten wir ja schon. Was kann ich tun, um diesen Glückslevel dauerhaft anzuheben? Da habe ich einmal die Dankbarkeit, die hatten wir gerade schon, im Visier. Aber es ist erwiesen, dass Menschen, die anderen helfen, die glücklichsten sind. Also, ich finde das unglaublich raffiniert vom lieben Gott eingerichtet, so nicht, wieso kommt keiner vorbei und macht mich glücklich, sondern ich werde glücklich, wenn ich was für andere tue. Ich finde das unglaublich cool, wie das System funktioniert. Das heißt, wenn es mir schlecht geht und ich mich frage, was kannst du jetzt aktiv für dein Glück tun, ist das auch ein Argument. Ein Argument ist, okay, eventuell erstmal 5 Tüten Chips und 3 Tafeln Schokolade in der Sofaecke, ist aber selten geworden bei mir, weil das zieht mich immer nur noch weiter runter. Also gesunde Ernährung, dann den Platz, wo ich viel bin, aufräumen. Klarheit im Außen macht Klarheit hier drin, hilft auch. Und dann die Frage, was könnte ich heute und jetzt für jemand anders tun? Ob das ist, was weiß ich, für die Freundin Kuchen backen oder der Nachbarin einen lieben Brief unter die Tür durchschieben oder so etwas, völlig egal. Das nimmt den Fokus weg, ich bin das ärmste Kaninchen vom Feld, hin zu jemand anders, womit ich dem eine Freude machen kann. Und es fängt mit so kleinen Sachen an. Also in Hamburg ist ja ein normaler Gruß,
unter Hamburgern? Moin. Das ist ein kompletter Satz. Moin. So geht man an der Nachbarin vorbei oder jemand, den man oft schon an der Bushaltestelle gesehen hat oder so. Wenn man daraus jetzt mal wirklich einen ganzen Satz macht und, oh, ich wünsche Ihnen heute, oder vielleicht noch mit Namen ansprechen, ich wünsche Ihnen heute aber einen ganz tollen Tag. Das macht was mit uns selber. Wir gehen anders durch die Gegend. Und dann mal zu gucken, wo lebe ich überall Beziehungen? Das ist nicht nur der Partner oder die Kinder. Das ist die Kassiererin in der Supermarkt, im Supermarkt, das ist der Busfahrer, das ist hier, sind hier die Menschen, die einen hier immer wieder über den Weg laufen und so weiter. Da mal wieder mit einer anderen Sprachfähigkeit loszugehen. Und den Satz, wenn man jetzt sagt, ah, ich bin so ein bisschen schüchtern und ich bin auch so ein bisschen verklemmt und da fällt mir gar nichts ein an der Kasse, nee, kann man sich vorher überlegen. Sagen, wie Sie hier mit dem Stress umgehen, das ist einfach klasse. Reicht schon. Es macht was mit mir selber. Abgesehen davon, profitiert davon der Mensch hinter mir in der Schlange an der Kasse, der kriegt auch noch ein gutes Wort von der Kassiererin mit. Oder vielleicht, wenn sie abends nach Hause geht, ist sie da auch anders drauf. Komplimente wie Konfetti zu den Menschen werfen, verändert mein Umfeld. Ich behaupte, wenn jeder von uns hier einen Raum betritt, in dem Menschen sind, keiner von denen spricht, guckt auf den Schreibtisch oder was weiß ich. Jeder von euch wüsste genau, haben die gerade Party gefeiert oder hat sie geknallt? Das spürt ihr. Ne? Sind wir uns einig? Ich muss gerade mal einen Schluck Wasser nehmen. Trinkt ihr eigentlich genug? Wieso habt ihr keine Wasserflaschen mit? Das ist auch was wir für uns tun können. So, uns ist bewusst, dass wir das spüren. Aber keiner hat auf dem Schirm, dass wir selber diese Energie auch ausstrahlen. Wir denken, ach, ich warte mal ab. Da gibt es ein tolles Buch und das kommt demnächst sogar auf Deutsch raus. Durfte ich meinen Verlag für gewinnen, CEO, Chief Energy Manager, Officer, ist das überschrieben auf Englisch, weil das in Firmen so wichtig ist. Herz auf offen schalten. Und für mich ist es mittlerweile die schönste Form von Liebe geworden, weil diese Form von Liebe keine Bedingungen stellt, sondern einfach offen sein, gucken. Eltern, Kinder, nicht mit Erwartungshaltungen rumgehen oder so, sondern sich bewusst zu sein, in diesem Raum, am Esstisch oder wo auch immer, bringe ich Energie mit rein. Und was kann ich da, wenn ich es möchte, verändern? Nur Herz auf offen schalten. Ich bin heute mal gnädig, ich bin heute mal neugierig oder wie auch immer. Ich schalte mal mein Herz auf offen, mal gucken, was passiert. Und nicht, naja, was soll hier schon passieren? Oder auch so in Besprechungen reingehen oder morgens aufstehen und zu sagen, ja, oh Mensch, nachher ist ja wieder die Besprechung und da ist ja der wieder und oh ja, ja, ja. Was soll daraus werden? Kann nichts werden. Wir haben hier einen Schlüssel drin, wo wir ganz, ganz viel machen können. Und da ist wirklich dieser Tipp. Das Buch ist eigentlich für Führungskräfte geschrieben, aber ich nehme das auch Eltern, Kinder. Nicht gleich werten, sondern erstmal Herz auf offen schalten. Gibt es dafür eine Begründung, wieso der gerade so ist oder wie, was gerade so ist? Da kann man unglaublich viel machen. Ich möchte gerne nochmal hier oben auf diese Schaltzentrale kommen. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Unsere Gedanken sind unser größter Schlüssel. Die Hirnforschung kann heute etwas messen, was wir immer schon wussten. Henry Ford hat damals gesagt, egal was du denkst, du wirst Recht behalten. Dann kam diese Self-Fulfilling Prophecy. Und jetzt sagt die Hirnforschung, und ich sage das langsam, dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst. Dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht behältst. Ist erstmal abstrakt. Ich gehe mal in den Alltag. Wir kennen das. Wenn wir uns für eine Automarke entschieden haben, oder für eine Hunderasse, dann sehen wir plötzlich, Mensch, da gibt es ja schon mehr da draußen auf der Straße. Da ist ja schon mehr unterwegs. Und wer schon mal schwanger war, der weiß, dass er dann plötzlich alle Schwangeren auf der Straße sieht.
alle waren vorher auch da. Wir haben sie nicht gesehen. Unser Gehirn blendet die aus. Und das ist die Erklärung. Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Es zeigt dir nur die Bilder, die zu deinem Denkmuster gehören. Und die Altersforscherin Dr. Verena Klusmann, man könnte das auch nachlesen unter dem Stichwort Altersbilder im Netz auf der Seite der Uni Konstanz. Da gibt es weltweite Studien, da ist die Yale-Universität beteiligt, genauso wie Tel Aviv und so etwas, also ganz breit aufgestellt. Menschen mit einem positiven Altersbild leben 7,6 Jahre länger, sind gesünder und haben mehr Spaß im Leben. Was haben wir für Altersbilder? Alles wird fürchterlich? Oder, und wenn es nur das ist heute, also ich bin ja mal gespannt, ob die Greta da recht hat. Also ich weiß ja nicht, was da noch passieren sollte in meinem Leben, aber wäre ja schon toll, wenn da was passieren würde. Das öffnet schon die Tür vom Vogelkäfig, dass wir andere Sachen sehen, dass wir Entscheidungen mutiger fällen, dass wir selber aktiv sein können, dass wir selber etwas verändern können. Das gibt ein ganz anderes Lebensgefühl. Und ich stelle mich hin und sage, das betrifft nicht nur das Alter, das betrifft das ganze Leben. Das, was wir denken, was da ist, unsere Erwartungshaltung, lässt uns immer wieder dahin kommen, unser Gehirn wird alles tun, damit wir recht behalten. Welch gefährlich Ding, oder aber ich nutze das. Irgendwas, sage ich mal, ist in die Grütze gegangen, ist nicht so geworden, wie ich das gewollt habe. Und so, dass da bin ich ja jetzt mal gespannt, wie sich das jetzt drehen will. Das ist ja heute meine Reaktion darauf. Ne? Also da bin ich ja wirklich mal gespannt. Also im Moment fällt mir dazu nichts ein, ich habe da keine Lösung parat, aber bin ich ja mal gespannt. Das funktioniert wie eine Google-Suchmaschine da oben. Das, wenn die Freundin im Netz unterwegs ist, um Backrezepte zu bekommen und der andere ist unterwegs, um Musik da zu hören im Netz, wenn wir beide den Suchbegriff Weihnachten eingeben, kriegt die eine Weihnachtsrezepte und die andere Weihnachtsmusik. Sortiert vor. Google weiß, wie wir unterwegs sind, was wir haben wollen. Und das macht unser Gehirn auch, weil es alles andere wäre viel zu viel, könnten die gar nicht da oben verarbeiten. Und ihr kennt vielleicht auch diesen Hirnforscher, Professor Hüther ist bei uns sonst sehr, sehr bekannt, der das auch so auf alltagstaugliche Sachen runterbricht. Wir haben oben Kapazitäten ohne Ende. Das steht nur im Standby. Und er sagt, ich zitiere den ja jetzt mal aus seiner Rede, wenn ein 86-Jähriger sich in eine 80-jährige Chinesin verliebt und mit der nach China geht, kann er innerhalb eines halben Jahres Chinesisch. Wir haben da oben alles. Wir müssen nicht, was weiß ich, Kreuzworträtsel oder was weiß ich machen. Wir müssen uns begeistern. Sich für etwas begeistern, das ist der Schlüssel. Dann weiß unser Gehirn, ob er das ins Langzeit- oder ins Kurzzeitgedächtnis parken soll. Ob wir uns begeistern. Wissen wir schon, Kinder lernen, wir haben immer mit Begeisterung nur gelernt. Wenn wir das da oben nur reinbimsen wollten ins Gehirn, weil das manchmal sein musste, dann ist das nach kurzer Zeit weg. Natürlich höre ich dann auch manchmal Leute im Altersheim, die sagen, wofür soll ich mich denn hier noch begeistern? Das fordert natürlich so ein bisschen meinen Ehrgeiz heraus. Ne? Und dann setze ich mich hin und sage, okay, was war denn früher mal das? Wofür haben Sie sich denn da begeistern können? Was waren denn da Ihre Hobbys? Was ist es denn da? Ja, Sie sind viel gereist. Okay, ich bin da in einem Haus unterwegs mit sehr vielen Menschen, die helfen aus anderen Ländern. Ich sage, waren Sie denn schon mal da und da und da? Vielleicht könnten Sie die mal ansprechen. Wie fühlt man sich denn eigentlich, wenn man, sind Sie alleine hier, ist die Familie mit hier? Sich mal wieder interessieren fürs Leben. Sich mal zu interessieren fürs Leben vom Nachbarn am Tisch oder so. Meine Mutter ist damals mit 73 von Düsseldorf nach Hamburg gekommen und in ein Altersheim gegangen. Sie war in ihrer Wohnung dreimal umgefallen und sie wusste nicht wieso, die Ärztin wusste nicht wieso, war ihr zu unheimlich geworden. Und dann habe ich erst gedacht, ich hatte drei kleine Kinder, das könnte schwierig werden, ihr jetzt Hamburg zu zeigen und so, sie kennt sich hier gar nicht aus.
Sie war fußläufig von mir entfernt, also kam durchaus manchmal vorbei, hat mir dann im Haushalt geholfen und dann noch die Wäsche gebügelt und so. Nee, die hat erstmal Hamburg aufgerollt von der S1 und dann kam, warst du schon mal da und da kennst du den Dahliengarten und so, dann war sie auch nochmal ohne Eintritt zu bezahlen in Hamburger Derby, also so ein Pferdesport-Event da bei uns, geraten. Da sagte ich, bin einfach den Leuten hinterhergegangen, da war gerade Pause und in der Pause hat dann keiner mehr kontrolliert. Ich hatte gar keine Karte und lande dann da plötzlich drin oder so. Also mal wieder was ausprobieren und dann erstmal in so einem sicheren Rahmen, wo sie immer wusste, ich kann hier zu dieser S-Bahn-Linie wieder zurück, dann finde ich mich wieder oder finde wieder dahin, wo ich hin will. Und so hat die dann die Stadt aufgerollt. Dann haben die, hat sie da noch drei Freundinnen getroffen, sie nannten sich damals die Viererbande. Und was mich da so begeistert hat, war, das waren vier so unterschiedliche Persönlichkeiten. Da war diese feinsinnige, mit schöner Handschrift schrieb sie Gedichte. Da war die rustikale, die unglaublich toll Socken stricken konnte. Und da war Mutti da und noch eine andere Person. Die haben sich akzeptiert, wie sie waren. Und dann haben die erstmal zusammen Karten gespielt oder Gesellschaftsspiele gemacht und so etwas, hatten da ganz viel Spaß dabei. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sie dachte, hoffentlich geht die Tochter bald wieder, damit ich hier wieder mit denen lachen kann. Und dann haben die sich auch so soziale Projekte gesucht. Also es gab da im Haus, wie in diesem Jahr auch, durchaus so Bastel-Kreativ-Sachen und so. Und damals gab es so eine große Überschrift, was können wir damals für Tschernobyl-Kinder machen. Also ein soziales Projekt war das und dann haben die sich da reingehängt und haben da alles Mögliche versucht. Dann wurde da ein Bazar veranstaltet und Sachen verkauft oder so. Wir denken so oft, das lohnt sich nicht und das ist ja nur ein Tropfen aus dem heißen Stein und so. Nee, die Welt setzt sich aus Kleinigkeiten zusammen. Unser Leben setzt sich aus Kleinigkeiten zusammen. Was macht unser Leben schön? Und hier sind auch ganz, ganz viele, die ganz viel für andere tun können. Also was weiß ich, wenn der eine da nicht mehr so gut lesen kann, dass man sagt, ich lese dir mal vor. Mein Schwiegervater hatte... Er ist nicht ganz blind geworden, aber schon eine ganz starke Einschränkung mit dem Sehen. Und dann hat mein Schwager, wenn er nach Hause kam, da erstmal eine halbe Stunde vorgelesen. Was eine Menge ist, wenn man berufstätig ist und selber Familie hat. Aber mehr ist das gar nicht, das zu machen oder sich mal für andere zu interessieren und zu gucken, was habe ich an Fähigkeiten, womit ich andere glücklich machen kann. Also das, glaube ich, ist also etwas, wo wir hingucken können, sollten und vielleicht auch erstmal wieder zutrauen zu unseren Fähigkeiten. Ach, was ich da habe, das zählt ja nicht. Wir, auch junge Menschen, erkennen nicht die eigenen Talente, weil sie uns doch selbstverständlich sind. Wir denken, gerade da kürzlich eine Frau, deren Kinder jetzt alle mit dem Studium fertig waren und auszogen und sagt, oh, das geht mir ja ein bisschen auf den Senkel. Jetzt kriegen die ihre eigene Wohnung und dann fragen sie Mama, wie soll ich die denn einrichten? Die sind doch nur zu faul. Nee, ich sage, die können das nicht. Also meine Tochter kann auch nicht sich vorstellen, wie in einem leeren Raum das Sofa steht. Wie sieht das aus? Ich habe das, hab natürlich auch nachher Einrichtungsprojekte gehabt und habe dann sogar bis hin zum Vier-Sterne-Hotel einrichten dürfen, obwohl ich ja nur Abitur habe, aber das ist jetzt so. Ich konnte mir alles vorstellen. Da steht eine Lampe, die knipse ich an. Ich wusste, wie sich die Atmosphäre verändert. Aber das kann nicht jeder. Als ich dann mit meinem Mann durch einen wirklich Betonrohbau ging und sage, hier ist das Restaurant und da draußen liegen die Schiffe und so etwas, da sagt er, ist alles gut und schön, was du mir erzählst. Ich kann deine Begeisterung sehen, aber mehr nicht. Also für den war, ich hörte schon das Geschirr klappern, sozusagen, in dem Restaurant. Aber dafür habe ich zum Beispiel in meiner Familie drei Menschen, die können auf Hunde zugehen, die für mich rabiat aussehen und die richtig so drauf sind, die sagen zu mir, misch ich den hier auf, ist alles gut, komm, alles fein. Der Hund versteht die. Ich kann das auch sagen, aber der Hund versteht mich nicht. Das ist ein Talent, kann ich mich noch so anstrengen. Kann ich nicht abgucken. Es gibt Talente und da mal zu gucken, vielleicht, wo fühlt ihr euch genervt von Freunden, Verwandten, Bekannten, die immer angeeiert kommen und sagen, ach, kannst du das mal machen und kannst das so gut? Vielleicht ist das ein Talent. Vielleicht lässt sich daraus mal was machen. Ne? Also Hundeflüsterer werden oder was weiß ich so, ne? In der Nachbarschaft.
und da vielleicht auch ein kleines Business-Geschäft draus zu machen oder so. Also es ist so, so viel möglich. Und ich habe jetzt aber auf die Uhr geguckt, ne? Und zu gucken, wir sind zuständig, es kommt keiner vorbei und sagt, ich mache jetzt mal dein Leben schön. Wir übernehmen dafür die Verantwortung. Wir schalten Herz auf offen. Wir erkennen mal selber an, was wir alle schon geleistet haben im Leben. Und gucken da mal, was sich daraus machen lässt. Dass wir das mal wieder als Fund erkennen und dass wir nicht die Würde verlieren, weil unser Körper an irgendeiner Stelle nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Und dann könnte sich schon ein bisschen was ändern. Ich würde so gerne jetzt an dieser Stelle erstmal Schluss machen und auf Fragen hoffen, dass ihr vielleicht noch so im Detail, und was soll ich denn da machen? Sehr, sehr gerne. Also erstmal, der Ball fliegt jetzt zu euch. Bei mir hat das keiner erahnen können, wo ich heute stehe. Vor 10 Jahren hätte ich noch jedem gesagt, wovon träumst du nachts? Also mit 66, wenn andere in Rente gingen, ging ich ins Netz und machte meinen YouTube-Kanal auf. Der hat jetzt 4 Millionen Klicks. Mein Podcast hat 340.000 Follower. Leute, ich meine, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ne? Ich erzähle nur von meinem Leben, mehr nicht. Also, ihr könnt das auch. Die Welt braucht Leute wie euch. Erwartet das Beste vom Leben. Es steht euch zu. Dankeschön. Danke, 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 danke.